Arsch in deinen Karre. Ja, ist gerade, also ich bin an einem Briefkasten hängen geblieben. Ja. Oder an einem Briefkasten hängen geblieben? Alter. Ja, okay. Ja, okay. Das muss aber ein großer Briefkasten gewesen sein. Das war ein sehr großer Briefkasten, glauben wir mal. Ja. Was? Ja, was machen Sie hier jetzt? Ja, eigentlich bin ich mit ihm da vorne, mit dem Anzugträger hier. Und mit meinem Kumpel Max hier. Ah, nee. Ja, also wir warten. Moin. Wir warten, dass seine Karre hier fertig wird. Ja, ich will eigentlich nur schnell mein Ding hier vom Briefkastenkratzer befreien lassen. Max, glaubst du, dass das hier vom Briefkasten kommt? Puh, also du hast ja vorhin gesehen, was ich angerichtet habe, ne? Könnte ich mir schon vorstellen. Ja, also da, Max, aber da waren schon ein paar Sachen dazwischen. Ich kann mich jetzt gerade tatsächlich nicht mehr so gut erinnern. Also bei den Sachen, die wir erlebt haben hier. Also, ich sag's mal so, ne? Ich bin ein bisschen erfahren hier und ich weiß ganz genau, dass die Schrauben, die normalerweise hier verbaut sind in den Autos, die kommen, also das ist richtig billig. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Das war eine geile. Okay. Ja, schaut zumindest manchmal so aus, ne? Wenn du mal schaust, was da so für Dellen drin sind zum Teil. Ja, also ich habe nur ausgesehen die Tür offen gelassen, bin rückwärts gefahren und habe einen Briefkasten geschrammt und das hat mir mein ganzes Auto versaut, ne? Vielleicht ein bisschen. War der zufällig einbetoniert? Der war, nee, aber es waren, glaube ich, drei hintereinander oder so. Hintereinander? Ja, okay, ja. Aber ganz kurze Frage, darf ich mal bei dir die Sitzeprobe sitzen, hier auf dem Beifahrersitz? Ja, klar. Aber einfach mal nur, um mal zu gucken, ob deine Sitze auch so bequem sind. Oh, Bruder. Aber da sitzt mal irgendwie echt komisch drin. Siehst du das, Max? Stimmt, ja. Ja, du musst verstellen, da saß eine Frau drin. Ich weiß nicht, manchmal, ich rutsche einfach aus. Ja, irgendwie. Der macht sich mit Schlüssel, sondern... Aber das ist eigentlich ganz lässig, oder nicht? Da kannst du dann... Also wenn es noch ein bisschen warm ist, so ich hab vorhin richtig drauf gefurzt. Ah, Bruder, Alter, das haben wir mal ganz anders. Ja, okay. Wie gesagt, ich habe halt Laktose. Bro, geht's? Ja, hier gerade mal ein bisschen hier auf dem Boden gebrochen, Alter. Also das war jetzt auch nicht so. Ja, Bruder, Alter. Ich habe halt Laktose und ich muss damit irgendwie leben. Ja, das ist ja ekelhaft. Ja, Mann. Ja. Reich ist auch sowas nicht unbedingt Gesprächsthema. Es tut mir wirklich leid. Ist da unten am Boden, meinst du das? Ey. Ja, ja. Aufkommen. Schön, ah, schön. Ah, Max, Max ist einfach. Ich muss mir die Hände waschen, ganz kurz. Max ist einfach auf einem ganz anderen Level. Ja, ja. Oh ja, schön ins Gesicht. Ist zwar Bußgeld gefährdet. Ah, okay, so, wieder frisch gemacht. Ja. Also, ja, jetzt gehen, ja. Dann kriegst du davor mal einen Tune. Jungs, komm. Ah, Moment. Ja, Moment, Bruder. So, ja, was, sorry. Ich. Ja. Lackierung. So, rein da jetzt in der Orga. Kommt hier. Ja, steig ein. Also Günther muss schon sagen, sieht endlich mal besser aus als vorher. Ja. Muss man ehrlich sagen. Also, da geht's nicht raus. Ich melde mich an. Okay. Muss hier rückwärts raus. Ich melde mich dann, wenn ich das Geld habe für die Motor- und Getriebe-Tuning. Und dann komme ich vorbei. Adi. Und direkt eine Schramme rein. Ja, perfekt. Wo denn? Nein, schwarz, Bruder. Ich hab den Auto erstmal eingeweiht hier. Nee, jetzt pass mal auf. Erstmal anschnallen, scheiße. Wisst ihr, warum ich das jetzt hier doch gemacht hab? Warum? Alter, das ist ja teilweise echt verdammt günstig. Ich hab jetzt Reifen, der hat halt, ist altes Auto, hat nicht viel Möglichkeiten. Aber das, was ich so machen konnte, guckt mal den Auspuff an, Alter. Ich wurde geblitzt mit 85. Warum schon das? 85! Ey, Bruder! Hast du überhaupt noch Kohle? 85, jetzt pass mal auf. Ich gucke jetzt mal, wie viel Geld ich habe. 201, 182. Ich lasse mich jetzt nochmal mit 85 so rumblitzen. Und guck mal, ob dann was abgebucht wird. Was habe ich gesagt? 180 und 201. Circa. Ja, ich guck nochmal, warte. Kann ich auf jeden Fall fahren. 101, 82, 201, so, jetzt lasse ich mich mit 85 blitzen. Wenn der jetzt nicht blitzt. Hat's nicht Klick gemacht? Nein. Okay, pass auf. Tempomat auf 86. Weil ich will jetzt wissen, ob das dann Ding, ob das mir was abbucht oder nicht. Ja, 86. Und Blitz, komm. 3, 2, 1, Blitz. Nee.
Hallo. Ich bin einfach durch. Ja, jetzt. 85, es zeigt 85 an. So, aber wurde etwas abgebucht? Noch nicht. Verschickt. Aber das sind irgendwelche durchlässigen Fenster, die du hier hast einbauen lassen. Guck mal. Hä? Und durchlässiges Dach, Bruder, was ist hier los? Sag doch Plastikkram hier. Pass mal auf. China-Zeug. Die Fenster waren davor schon durchlässig. Ah, okay. Interessant. Also das ist halt nicht dafür gedacht, das was ihr da hinten macht. Ich bin ganz alleine hier hinten. Oder siehst du hier hinten zwei? Ich bin hier vorne. Ja. Weißt du, was das Beste ist? Oder wisst ihr, was das Beste ist? Was ist das Beste? Warte, hatten wir schon wieder Nacht? Nein. Nee, ich glaube nämlich. Also Günther, du bist schon immer noch ganz schön auf dem Trip, gell? Du bist ganz schön. Ja, nee, ich war ja die ganze Zeit da drin. Ich wusste gar nicht, ob jetzt schon Nacht war oder nicht. Günther war einfach drei Tage unten in dieser Schrauberhöhle. Ja, nee, hier wird's ja schnell mal dunkel auf einmal. Pass auf. Und zwar habe ich mir, wo ich da drin war, kurz mal so ungefähr geguckt, wo wir fahren müssen. Sag mal, hast du Unterbodenbeleuchtung? Ja. Alter. Also das Auto, das hat echt nicht viele Möglichkeiten gehabt. Frontstoßstange, Unterbodenbeleuchtung, schlecht, ja. Scheiben, Motorhaube hätten wir machen können, war aber nichts Gutes. Kofferraum auch nicht geil, Dach hätten wir, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, habe ich nicht gemacht, deswegen auch nicht geil gewesen. Aber Auspuff zum Beispiel, den finde ich zum Beispiel richtig geil. So vierrohriger Auspuff, Mann. Und Bruder, schlafen die hier eigentlich? Ja, gefühlt. Ne, aber seitdem ich den Auspuff dran habe, Junge, der knallt hinten raus, Junge, tschüss. Ja, der setzt sich kurz vorbei. Tschüss. LKW-Hube habe ich einbauen lassen. LKW-Hube. Ah, okay. Oh mein Gott, das erinnert mich wieder an die Arbeit, ey. Vor allem, Max müsste jetzt eigentlich bestimmt auf der Arbeit sein. Ey, mein Chef hat zum Glück noch nicht angerufen. Pass mal auf, ich mach mal jetzt alle Fenster zu. Ab. Nee. Kann man funktioniert über den F9-Muskel die Fenster zu machen. Wenn ihr wisst, wie das geht. Was? Ja. Über den F9-Muskel. Ah, ja, ja, ja. Das sind. Ich weiß, was du das meinst. Erkennt man dann. Die Fenster müssen wir erkennen. Oh, wow! Wie der schießt, Alter! Kriegst du es hin mit den Fenstern? Ja, eigentlich schon. Warte. Okay. Also, Günther, dein Auto macht irgendwelche komischen Sachen. Ich hab's so gemacht. Du hast es so gemacht. Ja. Nee, weil ich will. So, sieht echt geil aus mit den dunklen Scheiben. So, ich finde, deswegen habe ich nämlich das Dach nicht rot lackieren lassen noch. Weil das war ich am überlegen, mal den kompletten Wagen rot lackieren, dass es wenigstens mal einheitlich ist. Ah, aber so jetzt ist mit cool. Den dunklen Scheiben sieht es so geil aus. So ist cool. Ja. Also seht das eigentlich nur ich da mit der Front, mit der Motorhaube oder? Was? Was? Ja, ach, machst du die gerade auf und zu? Kann es sein? Ja, könnt ihr das auch sehen oder seht es nur nein. Ich? Ich glaube, du hast irgendwie eine Halluzination. Jetzt ist die Frage. Irgendwie gerade komisch, ja. Warum die nicht abfliegt, ist die Frage. Deswegen, ich würde es lieber zulassen, bevor die dann bei dir wirklich abfliegt. Und dann bei mir natürlich auch. Nee, ich kann ihm leider nicht die Karre ausschalten. Oh. Also ich will nur mal kurz was hier erwähnen. Wir sind jetzt in der Nähe von Mount Chiliad, ne? Ja. Also ja, ich konnte so ein bisschen, weiter machen. Aber bevor wir Autobahn fahren, erkläre ich euch kurz, wie ich fahre. Und zwar, aber ich kann nur auf die Motorhaube und so machen. Google Maps bei Mount Chiliad. Ja. Da seht ihr ja drei Wege nach oben. Genau. Ja. Der eine Weg scheint sehr gerade zu sein. Den kenne ich aber nicht mal. Also der scheint schön gerade. Also von den zwei der rechten, obere. Der untere, oder was? Ja. Der untere, okay. So. Aber, soweit ich weiß, und so wie das auch aussieht, liegt das genau so, dass man aus sehr weiter Entfernung uns da dann fahren sehen würde. Weshalb ich sagen würde, dass wir auf die linke Seite rüberfahren, bei Paleto Bay vorbei und dann durch den Wald
kommen wir nämlich dann an den Weg ran. Und dann, man sieht uns schon nicht, wie man dort am Berg sind. Und irgendwann mal später, wenn sie uns sehen, dann müssen sie auch erstmal hochkommen. Also. Ja, du hast den Masterplan. Du hast den Masterplan. Richtig. So, jetzt ist nur die Frage, wollt ihr die lustige Strecke fahren oder wollt ihr außenrum Autobahn fahren? Du sitzt am Steuer. Warte, ich markiere sie mal für euch, dass ihr ungefähr wisst, wie ich jetzt, wo ich jetzt lang fahre. Ich hoffe, das ist markiert. Ja, genau. Nein, nicht genau. Warte. Brauchst du nur für den. Nur bis. Mach ich halt bis hier. So, dass ich einfach weiß, wo ich da reinkomme. Also, ihr könnt, wenn ihr auf die Karte guckt, ihr seht meine Markierung, dann wisst ihr, wo ich auf jeden Fall langfahren werde. Und die Strecke ist. Also das kann man jetzt durch mein Bild gerade gar nicht so gut sehen. Sitzt ihr noch drin oder seid ihr schon raus? Ja, wir sind hier. Vor Angst. Hier. Aber ich habe Max jetzt mal geschrieben, dass wir ja nicht fahren. Ja? Wir sitzen ja nur mit drin. Die Strecke ist halt, und dass wir dadurch vielleicht einfach so ein bisschen... Weil die halt so einmal nicht so richtiger Teermäßig, sondern so ein bisschen rutschiger. Und also, vielleicht nicht komplett, aber ich glaube sogar fast komplett. Nicht mal. Nee, und die Strecke, da kannst du, wenn du einem Taxifahrer, also einem normalen Taxi, wo nicht denken können, wenn du so einem Taxifahrer sagst, der soll dich mal die Strecke fahren lassen, der soll dir die Strecke mal fahren, der baut da 1000 Unfälle. Der Taxifahrer? Ja, wenn du sagst, der soll hier diese Strecke für dich fahren. Oh. Also hier geht's noch. Okay. Hier geht also, alles. Max und ich so, wir rutschen zwar einfach schon, so. Max und ich sind so. Oh, wir sagen jetzt dann beide, wir wurden entführt. Wenn wir erwischt werden, wurden wir entführt. Ist das hier noch eine feste Straße? Ja, das sind diese, das sind, die denken Max und ich sind einfach so. Und die kann man halt deswegen auch nicht bestrafen. Aber ich finde... Aber das Update an deiner Karre macht sich schon bezahlt eigentlich, ne? Ja. Ordentliche Drehzahl hier unter der Haube. Oh, aber auf dem Sand? Designtechnisch, leistungstechnisch habe ich noch gar nichts gemacht. Ach was. Ah, okay. Ja. Krass. Aber es kommt einem schon so vor. Ja, weil wir auf dem Sand sind. Du rutschst viel mehr. Okay, macht Sinn, ja. Und deswegen verlierst du in Kurven, gerade wenn ich dann drifte, verlieren wir weniger Geschwindigkeit. Ja, jetzt, vor der Kurve habe ich Angst jetzt mit meiner nagelneuen Karre. Warte, okay. Einmal angeguckt, ich riskier's. Ja, perfekt, dann kriegen wir jetzt mal ein bisschen was zu sehen hier. Oh, heiliger Bild. Also das war sogar ungeplant. Und jetzt fährt er einfach wieder weg. Ich kann es zwar auch geplant, aber... Jetzt. Boah, scheiße, da kommt ja möglicherweise Verkehr. Na los. Abgekackt um die Kurve. Abgekackt. Egal. Ui, Bruder, ui. Ja, die Kurve ist halt zu schmal. Also zu schmale Winkel. zu halten, ist gerade echt nicht so einfach wie auf der Straße. Du kriegst ihn zwar schneller zum Rutschen und der rutscht auch viel besser, gefühlt. Oh, also so, der rutscht. Wenn er einmal rutscht, dann rutscht er ewig einfach. So. Aber ihn mal unter. Oh, komm. Er muss aufpassen, nicht, dass er noch die Feder hat. Peter, ich bin tatsächlich. Ich glaube, dass er wirklich real life. So, aber jetzt warte mal. Ding nimmt. Weißt Bescheid. Wir könnten jetzt auch hier rechts hoch, da würden wir direkt am Berg rauskommen. Nein, wir müssen halt dann da rechts hoch, ne? Die Frage ist halt, wollt ihr da beim Sonnenaufgang sein? Oder ist egal? Ist eigentlich egal. Also. Wenn wir sagen, bei Sonnenaufgang, dann können wir noch ewig warten. Dann werde ich jetzt unten lang fahren, aber sonst fahre ich jetzt einfach oben rum. Ich will oben so führen. Ja, ich wollte gerade. Oh, Bruder, Alter, was ist mit diesem Scheiß wieder? Aber ich glaube, Max will sich gern noch ein Ding geben gerade. Ja, das macht er oben dann, denke ich mal. Ja, du kostest mir das Auto voll. Das ist ja, frisch gemacht. Nee. Also der macht dich. Bruder, was ist. Warte mal.
Warte, lass mal eben gucken, Alter. Das Fleisch ist noch gut. Fleisch ist noch gut, Bruder.